Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich muss euch heute mal was zeigen, was mir gestern passiert ist. Und zwar, ich hatte für meinen Sohnemann ein neues iPad Pro bestellt. Und das kam auch gestern. Mich hat es total gefreut, dass das so schnell gegangen ist. Wo habe ich es bestellt? Bei der Firma Amazon. Normalerweise bestelle ich eher bei Apple meine Geräte, aber diesmal habe ich bei Amazon mal bestellt, weil da war ein Rabatt drauf. Ich würde euch jetzt gerne den Karton zeigen, aber das Problem ist, ich gucke mal, ob man es sieht. Nee, also in dem Amazon-Originalkarton sitzt im Moment unser Kater. Moment, ich guck mal, ich hole euch gerade mal runter. Ein bisschen Spaß sollte man ja auch haben. Da sitzt er. Hallo, Marco. So, aber um unseren Kater geht das nicht. Es geht um was ganz anderes. Ja, ich habe den Karton aufgemacht. Das hat soweit natürlich alles wunderbar. Ich muss gerade noch mal ein bisschen schieben. Seid mir nicht böse. Ich habe den Karton aufgemacht und hole dieses schöne Paket hier raus. Ja. Und ich will jetzt gerade mal gucken. Gut, hier steht eine Seriennummer und so weiter. Ist alles drauf. Was mich dann gewundert hat, ist das hier. Ja, ist klar. Ich habe es jetzt. Er hat es geöffnet vorher schon, ja? Ja, ist ja logisch. Ich musste ja reingucken. Aber nein, es war schon auf. Ich klappe das hier hoch. Denke ich, oh, okay, ist ja nicht schlimm. Da ist es ja. Hab mich schon gewundert. Keine Folie drüber über das schöne Gerät. Und dann habe ich gesagt, okay, ist ja nicht schlimm. Habe aber dann gemerkt, das Gerät wurde schon mal geöffnet. So. Jetzt klebt diese Folie. So, ich habe das Teil dann aufgemacht, hole das iPad raus, freue mich natürlich schon die ganze Zeit drauf. Guck mal so, ich zeige euch mal, also hier sieht alles okay aus. Sogar was für die Kamera, das wusste ich auch nicht. Ja, dann mache ich das Ding hier auf und sehe halt. Ich hoffe, man sieht's. Also, das iPad funktioniert, um Gottes Willen. Ich hatte irgendwie so ein paar Kratzer hier drauf, habe ich gesehen. Und habe dann gedacht, okay, da haben sie mir wohl entweder ein Freitagsgerät geschickt oder ein Montagsgerät. Oder ich habe wohl aus Versehen doch ein Warehouse-Deal mit einem nicht schönen iPad bekommen. Also es läuft, man kann es einschalten, das geht alles. Ich mache es jetzt gerade nochmal für euch. Da der Apfel kommt. Ihr seht, also es ist halt direkt hier komplett einsatzfähig. Ich kann jetzt mit WLAN verbinden, das klappt alles. Ja, aber für das Geld so ein Gerät. Meint Leute, das geht nicht. Wie gesagt, ich gehe von einem gebrauchten Gerät aus. Es hat auch hier leichte Kratzer, habe ich gesehen. Also, was machen wir? Ich habe Amazon Bescheid gegeben. Die haben gesagt, schick das Gerät zurück. Dann haben sie mir gesagt, ja, mit der Seriennummer, das Gerät, das wäre schon irgendwie aktiviert worden. Dann würden sie sehen, dass die Apple-ID wohl. Also, irgendwas scheint hier wohl definitiv nicht zu stimmen. Es sieht wirklich aus, als da ist total kaputt alles. Es sieht wirklich darauf aus, dass das Gerät irgendwie ausgetauscht worden sei oder falsch verpackt worden. Um Gottes Willen, ich will hier niemandem einen Vorwurf machen. Wir schicken das Gerät zurück. Also was heißt wir? Ich. Und das geht heute auf die Reise. Ich habe schon die Rücksender, Aufkleber, alles fertig gemacht. Und ich werde mal berichten, was rauskam. Das werde ich dann mal im Anschlussvideo posten dann. Ja, wie gesagt, ihr kriegt eine Rückmeldung, wie schnell das jetzt dauert, bis ich mein Geld wieder kriege. Ich habe mir mittlerweile überlegt, ich werde doch jetzt warten, bis die Keynote rum ist und werde mir vielleicht dann doch ein neues iPad holen, vielleicht auch ein kleineres Modell. Das sehen wir. Was vielleicht mal interessant wäre, vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen schon gemacht mit der Firma Amazon oder mit anderen Unternehmen. Schreibt doch mal was unter die Kommentare. Wäre mal interessant zu wissen. Im Foren und im Internet an sich habe ich einige Berichte gehört. Anscheinend hat Amazon da wirklich ein bisschen Probleme im Moment mit dem Versand. Und
Wie gesagt, es sollen keine Anschuldigungen sein. Bis jetzt ging alles gut. Man bekommt sein Geld zurück. Ich habe auch schon gelesen, dass viele mit Rechtsanwälten gegen Amazon vorgegangen sind. Also wie gesagt, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, postet es doch einfach mal unter dem Video. Würde mich freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst mir ein Däumchen und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Wahrscheinlich wieder eher zu einem Spiel als ja, zu solchen Videos. Hoffe ich doch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.